So, und damit hallo und herzlich willkommen zu dem 18. Türchen meines Adventskalenders. Und heute spielen wir World of Final Fantasy Maxima Edition. Viel Spaß! Okay. Neues Spiel. Prolog. Erwachet. Tick-tack, tick-tack. Tick-tack, tick-tack. 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 Wake up. Ich hab ich gut geschlafen. Uff. Oh ja, ich muss zur Arbeit. Oh fuck, ich bin zu spät. Hurry up. Wenn du verlaufen hast, kannst du über V. Am I gonna make it? The boss hates when I'm late. Scheißhaft. Auf die unerkündigte Chef hasst Verspätungen. Okay, And again, it's not Chef, like das ganz schön auch gelassen hat. Okay, kein Problem. Okay, lass es. Maybe we should start selling sandwiches along with the coffee. Ich tue Kuchen auch Sandwiches verkaufen. Der Spring ist ja aber okay. Nordpromena mit K betreten, okay. Achso. Komm, was ist los hier heute? Kaffee 10.9. Bohne. Okay, we go in. Mit V über eine Karte aufrufen. Ja, nice. Moin. Kundschaft, aber keiner ist hier. Guten Morgen, Entschuldigung. Ich hoffe, Sie haben nicht lange gewartet. Na, Kundin. Auch richtig. Ein Glas Wasser.
Und ein Danke, aber ein schönes, kühles, ich meine, ein Kaffee bitte. Und bring mir am besten die ganze Dose Zucker. Ich werde es brauchen. Ein Kaffee und eine ganze Dose Zucker. Kommt sofort. Ich habe Kaffee aufgesetzt. Ach, kommt schon, Leute. Schön, es dauert einen Augenblick. Kein Problem, ich habe es nicht eilig. Nice. Das Vieh auf dem Kopf ist cool. Voll süß. Ich würde es auch haben. Bitte sehr. Danke. Genau, guck ich ein bisschen mehr zu, wie sie das macht. Finde ich gut. Hat einer mitgezählt, wie viele Stücke Zucker sie nimmt? Sie mag es gerne süß. Ess Snickers. Wenn du hungrig bist, bist du nicht du selbst. Da bist du ja! Lan! Schreie nicht so rum, Rain. Nimm dich doch mal auf deinem Alter. Hey, so kannst du doch nicht mit mir reden. Immerhin bin ich der Älteste von uns beiden. Wenn auch nur ein paar Minuten. Ja, ja, hol es in der Welt hinaus. Entschuldigen Sie bitte. Rain und Lan. Was gibt es denn? Ich habe die Ohren gespitzt. Hey, kein Grund, gleich so. Du hast ja wirklich die Ohren gespitzt. Was? Nicht so wichtig, Lan. Hast du heute schon irgendjemanden getroffen? Naja, also, sie ist gerade live und Farbe von mir. Und dann kann ich sie noch eine Kundin. Was? Ist ja noch eine Kundin. Wo? Ah, da ist ja wirklich jemand. Hast du sie bis eben nicht bemerkt? Mensch. Ja, aber... Ach, komm einfach mit. Hey! Wenn du dich überlaufen hast, kannst du über V eine Karte aufrufen. Okay. Niemand da. Deshalb bin ich los heute Morgen. Das heißt doch gar nichts. Nicht eine Menschenseele. Was? Lan, hast du heute noch eine einzige andere Person außer der Queen gesehen? Naja, jetzt wo du mich fragst, ich glaube nicht. Kommt dir das nicht seltsam vor? Sollte es das? Ja, würde ich alles vergessen. Was haben sie gerade gesagt? Wer sind sie? Sie sind nicht von hier, oder? Wayne, sei nicht so unhöflich. Mann, ihr habt wirklich alles vergessen. Würden Sie bitte einfach meine Frage beantworten? Ihr könnt mich Anna Cross nennen. Genau, Anna Cross. Anna Cross, okay. Okay, gut. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum wir heute Morgen in einer Geisterstadt aufgewacht sind? Stimmt, ihr seid hier ziemlich allein. Das wart ihr aber schon immer. Was? In dieser Welt gab es schon immer nur euch beide. Eine Welt ohne Zeit, die ihre Ende fand, bevor sie begann. Was ist das dann, das Verrückteste, was ich je gehört habe? Keine Sorge, nur weil diese Welt zu einem Ende gekommen ist, heißt es nicht, dass sie verschwindet. Ich bin ab und an hergekommen, um nach dem Recht zu sehen. Die meiste Zeit wart ihr geistesabwesend. Als hörte ich nur mein Erstaunen vor, als Lan mich heute so aufgeweckt bedient hat. Okay, langsam machen sie mir Angst. Und jetzt, wo ihr wach seid, können wir in unserer Geschichte voranschreiten. Dann kommen wir doch mal zu... Dama! Jawohl! Was du? Wer hat mir das auf den Kopf gesetzt? Ja, das meinte ich vorhin eigentlich auch schon. Den Rest überlasse ich dir. Ich werde die Verbindung nach drüben herstellen. Jawohl! Was? Hey, sie können doch jetzt nicht einfach gehen! Strange. Hallo und keine Sorge, mein Name ist Tama und ich werde euch alles erklären. Jawohl. Hat jemand eine Frage? Oh ja, ich habe eine.
Was hattest du bitte auf meinem Kopf zu suchen? Und seit wann können Füchse sprechen? Das ist das Erste, was dir einfällt? Kein Wunder, dass Anna Cross das Handtuch geworfen wollte. Jawohl! Tut uns sehr leid, dass wir ein wenig... Jetzt beruhige dich doch mal, Lan. Weck dich das nicht auf? Fangen wir doch mal vorne an. Jawohl, wie wäre es mit einem frischen Getränk? Oh ja, gerne. Aber ich habe schon Kaffee aufgesetzt. Ich meine, Rain, wie kannst du nur so gelassen bleiben? Jetzt beruhige dich doch. Ist euch das auch gesünder? Jawohl. Genau, Lan. So viel Stress am Morgen ist nicht gut. Wer braucht Zucker? Du nimmst immer drei Stück, richtig, Lan? Nicht nur eins, bitte. Dann setze ich schon mal Kaffee auf. Aber ich habe doch bereits... Weißt du was? Gib mir einfach eine Tasse. Wenn du dich verlaufen hast, kannst du über V eine Karte aufrufen. Piratschüter Rain und ich? Jawohl. Eure Arme sind der Beweis. Mit ihnen könnt ihr alle möglichen Arten von Magie wirken. Jawohl. Eure Arme. Unsere Arme? Alle möglichen Arten von Magie? Echt? Wie könnt ihr das vergessen? Mit ihrer Macht wart ihr einst in der Lage, mächtige, lebendig gewordene Illusionen namens Miragen zu kontrollieren. Gehorchten sogar die Plejaden, die sieben stärksten Miragen aller Zeiten. Ihnen hättet ihr die gesamte Welt beherrschen können. Jawohl. Oh, ach ja, ich weiß wieder. Was? Also, hätten wir die Welt beherrschen können, weil wir diese Miragen kontrollieren? So habe ich es zumindest gehört. Von wem? Hörst du das? Von Anna Cross natürlich. Aber genug mit der Vergangenheit. Ihr müsst wieder lernen, wie man Miragen einsetzt. Jawohl. Ach, und wie? Erstmal überlasse ich euch mein eigenes Prismarium. Jawohl. Was ist das? Mit so einem Prismarium könnt ihr die darin eingeschossene Mirage kontrollieren. Dann mal auf in den Kampf. Jawohl. Was? Wie, wo? Wie, wo, was? Oh. No. Greif mal an. Mit Aktionen außer Angriff verbraucht man Aktionspunkte. Jede Runde füllen sich die AP um eine bestimmte Anzahl wieder auf. Wie viel AP für eine Aktion möglich werden, hängt von der Aktion ab. Geh also vorausschauen mit den AP um. Jawohl. Active Time Battle. Tama, aufgepasst. Jetzt geht's ans Kämpfen. Jawohl. Der Schnellste darf zuerst angreifen. Und dann geht es der Reihe nach weiter. Das nennt man ATB. Siehst du die lange, dünne Seite an der Seite? Wenn das Symbol eines Charakters die Spitze der Leiste erreicht hat, kannst du das Kommando auswählen, das ausgewählt werden soll. Mit kannst du einen Charakter. Kannst du einen Charakter auch einfach überspringen? Jawohl. Mhm. Kurzbefehle. Fertigkeiten werden Leak automatisch zugeordnet. Okay, diese vier. Okay, ja, ja, gut. Wir können in einem Kampf einfach die entsprechende Taste und tada, die Fertigkeit wird ausgeführt. Jawohl, das Ziel wird automatisch angewählt, also musst du nur noch die Fertigkeiten-Taste drücken, um durch einen Kampf zu eilen. Okay, das heißt, ich müsste tun. Okay. Fertigkeiten werden den Tasten in der Reihenfolge zugewiesen, in der sie erlernt werden. Im Menü kannst du diese Einstellung jedoch auch selbst vornehmen. Wir greifen mal an, ne? Ach guck, ich hab auch mal angefangen. Okay. Um Fertigkeiten oder Magie im Kampf einzusetzen, brauchst du Aktionspunkte. Jawohl. AP füllen sich um eine bestimmte Anzahl auf, wenn eine Runde vorbei ist oder wenn ein Charakter die Schwachstelle deines Gegners getroffen hat. Mhm. Für ganz besonders starke Fertigkeiten braucht man ganz besonders viele AP. Also spare sie dir für den richtigen Moment auf. Jawohl. Die meisten Miragen haben Schwachstellen, die du im Kampf zu deinem Vorteil nutzen kannst. Kannst du sie aufdecken, wird der Kampf gleich einfacher. Okay, es kommt er dran.
Na, ich kann euch einen kleinen Fuchs angreifen. Ich weiß nicht, wie viel Leben der hat. Oder muss ich da irgendwas anderes machen? Greife ich irgendwas? Menü. Okay. Das machst du? Achso. Bist du verteidigt? Du musst. Sehr gut. Dir stehen drei verschiedene Kampfmodi zur Auswahl: der Aktiv-, Semi-Aktiv- und der Haltemodus. Im Aktivmodus geht der Kampf durch einen. Kampf auch dann unterbrochen weiter, wenn du im Fertigkeitenmenü eine Auswahl triffst. Die Kämpfe erhalten dadurch ein höheres Tempo. Jawohl. Oh, okay. Wenn du im Haltemodus an der Reihe bist, wird die Zeit angehalten, bis du eine Aktion ausführst. Dadurch hältst du eine kleine Verschnaufpause. Jawohl. Im Menü kannst du zwischen den verschiedenen Modi hin und her wechseln. Ist der Aktivmodus zu schwierig, wechsel zur Eingewöhnung in den Haltemodus. Eine Sache noch, wenn du im Kampf U drückst, kannst du das Kommandomenü öffnen, weil du so viele Leute im Anblick ganz nostalgische Gefühle bekommen. Denn wir es klassische Ansicht. Jawohl. Einige Kommandos wie Erlöser oder Fliehen lassen sich auch nur in dieser Ansicht verwenden. Natürlich haben Aktiv- und Haltemodus auch hier Einfluss darauf, wie die Zeit vergeht. Ach ja, die klassische Ansicht erlaubt dir auch, dein Ziel selbst auszuwählen. Klassisch empfiehlt sich also, wenn du mehr Einfluss auf den Verlauf eines Kampfes haben möchtest. Ich hätte nicht gesagt, dass ich was anderes machen soll, ne? Ich greife einfach da an. Also, eigentlich, wahrscheinlich ist das sogar falsch. Wow. Ah, okay. Ich werde langsam müde. Das genügt fürs Erste. Jawohl. Okay. Okay, noch ein EP, dann geht's, würde es weiter. Lan. Ah. Tama und Lan. Okay, Stufe 1, Stufe 1. Erhaltene Gil. 7 Gil. Oder Jill. Wenn du verlaufen hast, kannst du über V eine Karte aufrufen. Nennt ihr euch? Auf diese Weise habt ihr gegen etliche Miragen gekämpft. Ihr wart die Allerstärksten, jawohl. Im Ernst? Wie? Im Ernst, jawohl. Ich kann das gar nicht richtig glauben. Das kann ich mir vorstellen, ihr scheint aber auch wirklich alles verloren zu haben. Eure Erinnerungen und eure ganze bisherige Erfahrung. Oh, aber das muss passiert sein, als diese Welt mit euch abgespalten wurde. Hey, bitte? Du meinst, dass ihnen zusammen mit den Miragen auch alle Erinnerungen genommen wurden? Das erklärt, warum ihnen nur die Erinnerungen fehlen, die etwas mit dem Mirage zu tun haben. Jawohl. Fehlen? Schreib mich doch erstmal nach draußen. Durch Verteidigen kannst du im Kampf ein wenig Stabilität erhalten. Hinter diesem Licht befindet sich der Zugang zu einer Welt namens Grime Grimoire. Dort sind all die Miragen versammelt, die ihr verloren habt. Alle sind hinter diesem Tor. Genau, glaubt ihr, ihr könnt es noch einmal mit ihnen aufnehmen? Also wenn wir es schaffen, die Miragen erneut einzusammeln, dann halten wir unsere Erinnerung zurück. Das ist eine gute Frage. Eben habt ihr eure Erinnerung verloren. Das ist nicht das gleiche wie vergessen. Oh. Aber auch wenn ihr euch selbst nicht erinnern könnt, hat Grimoire euch nicht vergessen. Ich bin mir sicher, dass ihr Spuren eurer Vergangenheit finden könnt. Und das bedeutet, selbst wenn wir uns nicht erinnern können, können wir trotzdem etwas über unsere Vergangenheit herausfinden.
Ganz genau. Und nicht nur das, wenn ihr fleißig Mirage sammelt, könnt ihr bestimmt sogar eure Familie finden. Unsere Familie? Was? Natürlich. Auch wir haben irgendwo Eltern. Genau. Was sagt ihr? Wollt ihr euch auf den Weg nach Grimmore machen? Klar. Ja, ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht, aber okay. Speichern, ja, das ist... Hört sich gut an. Nice. 9 Wäldchenpack. Um Fertigkeit und Magie im Kampf einzusetzen, brauchst du Aktionspunkte. Die Welt der Murkel. Kapitel 1, die Welt der Murkel, so rum. Quellwald. So, this must be Grimoire. Das hier ist also Grimoire? Was? Wie siehst du denn aus? Ich weiß, wir sehen lächerlich aus. Was? Oh, keine Sorge, sie müssen die Bewohner dieser Welt aussehen. Jawohl. Anna Cross wollte doch wohl sicher gehen, dass ihr hier nicht zu sehr auffallt. Sowas kann sie? Das ist auf folgte Weise gut. Auch recht, so müssen wir uns keine Sorgen machen, dass die Leute uns ständig auf die Arme starren. Schwesterherz, du bist ja so positiv. Von Murkeln und Hühnen. Die kleinen Menschen hier in Grimoire heißen Murkel und die großen werden Hühnen genannt. Lan und Rain können frei zwischen ihnen zwischen beiden Größen hin und her wechseln. Jawohl, drücke einfach U und J für Lan und U und L für Rain. Aber Vorsicht, die Größe, für die du dich entscheidest, ist die, in der Rain und Lan Kämpfe bestreiten. Alles, worüber Anna Cross und ich hier sprechen, kannst du dir im Menü der Bibliothek unter allerlei Wissenswertes noch einmal durchlesen. Jawohl, genau, Tama. Ab und an füge ich auch Informationen hinzu, die man nur dort einsehen kann. Auch wenn du denkst, du hast schon alles gesehen. Lohnt sich der Besuch also. Okay. I guess we should head straight down this path? Ein Weg durch den Quellwaldbahn. Einfach weiter geradeaus, richtig? Geht nur in Richtung, glaubst du? Wie schaffst du es, nicht zu verlaufen, dieses eine Mal? Was? Ich verlaufe mich doch nie. Fast. Okay. Das war das Intro zu The World of Final Fantasy. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euch kann es egal werden. Wenn ihr es gerne weiter sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare oder irgendwie lasst es mich wissen. Und dann hoffe ich, dass es, wenn es weitergeht, dass ihr da wieder einschaltet. Und sonst bis morgen zum nächsten Türchen des Adventskalenders. Dankeschön fürs Einschalten. Tödelü!